jetzt wieder keinen. Hä, verstehe das nicht. Kann man nicht beides nehmen oder was? Ist das verbuggt? Das Spiel ist noch extrem verbuggt und die Entwickler machen nichts mehr. Ich nehme das falsch, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso man die Spiele eigentlich ignoriert. Und irgendwie das entwickelt, was einem Spaß macht. Es ist ein Job. Die haben einen Job, verdammt nochmal. Die können nicht immer machen, was ihnen gefällt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich es zeigen muss, denen wie ein Game geht. Und viele Entwickler können einfach mit Bezahlung nicht mehr arbeiten. Das geht nicht mehr. Früher muss man dann jeden Tag das gleiche machen. Heute machen es die Maschinen. Und die Menschen werden irgendwie fauler. Das wirklich, das kommt dann zum Depressiven. Und die Menschen werden krank. Psychisch krank und körperlich krank durch zu wenig Bewegung, alles mögliche. Ja, schon schlimm. Aber was kann man machen? Es wird immer Menschen geben, die, ja, die so etwas einfach ignorieren und sich nicht nur selber schauen, sondern alle. Und ich hoffe es nur, dass ihr nicht zu denen gehört, dass ihr euch auch einen guten Job besorgt. Oder einfach Let's Player werdet. Da schadet man wenigstens niemand. Schneewolf töten. Und schauen wir mal hier, ob das Ding verbuggt ist oder. Kannst du mir nicht vorstellen. Also wenn das abgelaufen ist. Wieso greift du jetzt nicht an? Ist der blind? Okay, jetzt bleibt das Rote. Hey. Ich verstehe das nicht. So kann man so einen leichtes, so eine leichte KI verhunzen, verbacken. Die hauen ab. Die finden mich nicht. Die erreichen mich nicht. Katastrophal. Ja, es ist sicher, dass ich später mal Hilfe brauche, unbedingt, dass wir zusammen Ding. Also ihr könnt es wirklich steuern, wenn ihr ein paar Items besorgen könnt. Ich kann auch euch entlohnen auf alle Arten. Wenn ihr mir fähige Items gibt, kommt ihr bei der GD sowieso ein bisschen nach vorne. Kann sogar Vize-Chef werden, Vize-Anführer. Ich will euch belohnen, also es lohnt sich, wenn ihr ein bisschen mehr. Weil es macht keinen Sinn, die ganze Zeit zu leveln. Ich habe mir einen Kollegen gesagt, ab Level 40, er findet einfach keine Items mehr, die zu ihm passen. So, wenn wir alle zusammen Items suchen, können wir die Items untereinander tauschen, oder? Dann ist es um 1000 mal einfach. Macht wirklich keinen Sinn, so ein Spiel zu spielen alleine. Und dann noch zu Let's Playen, da hat man sowieso wenig Zeit. Da ist nichts. Aber ein Schatz ist hier.
Und es ist wirklich leicht, ein paar Gegner zu kloppen in diesem Game. Es ist nicht schwer mit dem Farmen oder so. Ich kann ja eigentlich alles zurückgeben wieder, oder ich kann für euch auch Items sammeln. Ich habe genug Zeit während dem Hochladen, oder wenn ich mal nicht aufnehmen kann, dann spiele ich auch Regnum und farme. Aber das reicht einfach nicht allein. Das ist einfach ganz klar. Und dann wollen wir eine Gilde gründen, wo uns jeder jeder unterstützt. Die anderen Gegner und sich selber gegen sein. Also richtig. Richtig kombiniert. Schaffen wir alles. Und wenn ihr Lust habt, können wir auch ein anderes Game spielen. Es ist wirklich Ding, wenn euch Regnum nicht gefällt, sagt es mir. Ich werde eine Umfrage machen. Wenn genug es nicht wollen. Und dann kann ich es abbrechen und ein anderes Spiel machen, ganz klar. Ganz einfach und ja. Und da ich jetzt endlich Geld habe in bestimmten Mengen, hat nicht so viel wie Arbeit. Also die arbeiten, aber relativ genug, kann ich auch euch dann mal so mit Geld oder so belohnen, also mit Ximmerin hier. Und das ist doch etwas, oder? Wenn ihr dann auch ein Pferd haben könnt. Das ist doch das Beste. Bei mir seid ihr sehr gut aufgehoben. So, ich mach's richtig, also ich merke es, wenn andere Dinge, ist meistens Langeweile da den Gilden, ich will das nicht. Wir haben ein Magnetstück bekommen. Hier werdet ihr Spaß haben, das will ich auch, dafür arbeite ich. Es fehlt auf die Aufrufe und die Likes momentan noch. Bitte helfen mir ein bisschen. Es wird sich sehr lohnen, also nicht nur für euch, für allen wird es sich lohnen. Jo, miau. Dieser Turm ist abgebrannt. So. Fast kein Leben mehr. Bisschen ausruhen. Stab hier. Level 8, okay. Schauen wir mal. Wir sind Level 6. Können es bald tragen. Noch ein bisschen mehr als ein Level. Dann haben wir den Stab. So. Komm schon. Schade, dass er der Marke alleine keine Heilzauber hat. Ja. Später wird manchmal Siritep mit seinem Beschwör mir helfen. Dann wird er einfach im Hintergrund stehen und mich heilen und so.
Dann geht es auch ein bisschen schneller und vielleicht ist es dann spannender. Also gehen wir weiter. Hier müssen wir zum Schmugglerlager. Und dort nach Kisten, also Kisten untersuchen. Sie haben das bemerkt und wir müssen das untersuchen. Ja, das zeige ich euch gleich. Wieso? So, hier ist mal nichts. Hier auch nichts. Seht ihr schon, es bewegt sich dort etwas. Ein Geheul. Dann ist es ein Wolf. Okay, wir berichten, wie es ist. Ewig weiße Insel. Also ich finde es schön, wenn es auch mal noch Tundra gibt und Eisberge-Zeugs. Und nicht nur so Klippen, aber ja, Berge gibt es eigentlich. Ja, aber es gefällt mir dennoch, also. Ich bin jetzt nicht so streng verwöhnt mit all diesen Spielen, die so super sind, dass ich jetzt sage, ja, das Spiel ist langweilig, Let's Play ist nicht mehr und hier kommt ja sowieso nie. Ich weiß es, dass es Leute gibt, die gerne mit mir spielen wollen. Geht im Staffel 1 hat es so viel Spaß gemacht. Das Spiel zusammen ist es einfach tausendmal besser. Und ja, je mehr wir sind, desto mehr Projekte können wir machen. Wir können dann auch mal einen Livestream machen. Alles Mögliche, also ich bin da frei. Sagt mir eure Wünsche. Und bittet mir ein bisschen Hilfe an. Dann geht alles gut. So. Müssen wir der arbeiten. Einfach mal kurz ein paar von diesen Kohle oder Eisen ist das aussammeln und dann in den Gießer tun. So. Schon fertig. Cooler Job, hä? Der verkauft nichts. Die verkauft nichts. So. Also jetzt müssen wir in diese Richtung. Haben wir hier noch irgendwo einen Händler? Edle Materialstücke. Nehmen wir diese Haube. Oh, ich muss sie kaufen. So. Haben wir noch anderes Zeugs? Irgendwo zum Alchemist. Sterbe. Der hat nichts.
ist der Kriegertrainer. Also schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Schneider. Der Schneider. So, sah ihm schon besser aus. So, Dele. Nix. Nix. Da ist ja nix. Nix. Ja, ja, nix. Da auch nix. So. Also gehen wir jetzt zum Eisfeld, Geysirfeld. Der ist hier oben. Der Kondor ist wieder hier. Ist Level. Bisschen schlechter als ich. So, töten wir den giftigen Yeti. Verstehe jetzt nicht, wieso sie vergiftet sind. Aber eigentlich sehen sie ganz heil aus. Ja, der haut ab. Er findet wieder den Weg nicht. So. Haben wir das bald. Noch eins. Ja, hau nicht ab. Ich muss die normalen angreifen wahrscheinlich. So, jetzt. Ein Feuerball hinten dran. So. Hinter. Jetzt müssen wir mit dem da treten. Jo, was haben wir hier? Ja, plus 8. Nein, dazwischen wach. Schwarzer Schnee. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, Übergang.
also ich merke es langsam. Ich bin erkältet. Wahrscheinlich habe ich Grippe und ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wegen den Kopfschmerzen und den Ohrenschmerzen. Ich mache hier kurz Pause und mache dann sobald wie möglich weiter. Und dann werden wir Hexe. Also bis dann. Tschüss.